Liebe Freunde, in dieser Woche debattieren wir hier im Bundestag über den Bundeshaushalt. Ich selbst habe mich mit dem Wirtschaftshaushalt befasst. Die Programme für den Mittelstand wurden heruntergefahren. Der Bundeswirtschaftsminister ist kein Mittelstandsminister. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen. Der hier vorgelegte Haushaltsentwurf lässt den Mittelstand im Regen stehen. Die Bundesregierung sonnt sich aber in einer vermeintlich guten Wirtschaftslage mit hohen Wachstumszahlen. Und da die Bundesregierung so sehr mit Sonnen beschäftigt ist, tut sie nichts. Alles das, was wichtig für den Mittelstand ist, nämlich Bürokratieabbau, Fachkräftemangel und digitaler Wandel, nichts davon wird wirklich ernsthaft angegangen. Ihr groß angekündigtes nationales Reformprogramm verspricht klare Prioritäten für Investitionen in Infrastruktur, Vernetzungs- und Digitalisierungsstrategien sowie in Bildung und Forschung. Im Versprechen sind Sie immer spitze. Sie sind seit Jahren an der Regierung, nichts ist passiert und jetzt soll alles anders werden? Ihr vorgelegter Haushalt spricht eine andere Sprache. Während beinahe 140 Milliarden für soziale Wohltaten ausgegeben werden, bleiben dem Mittelstand nur Kleckerbeträge. Magere 420 Millionen umfasst Ihre digitale Agenda im Wirtschaftsbereich, ganze 60 Millionen davon für die Förderung zur Entwicklung digitaler Technologien. Und das soll eine Priorität sein. Nur 27 Millionen stellen Sie für die Sicherung von Fachkräften für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung. Ist das Ihr Ernst? Sind Sie es? Sie sind es doch immer, die den Fachkräftemangel bejammern. Und Sie wollen der deutschen Bevölkerung doch immer einreden, dass wir die ach so qualifizierten Zuwanderer aus Nordafrika brauchen. Sie versuchen erst gar nicht, unsere eigenen jährlich massenhaft auswandernden deutschen Fachkräfte hier zu halten. Ihr nationales Reformprogramm ist Schall und Rauch. Ein Großteil Ihrer Mittelstands- und Strukturförderung, nämlich 43% der GRW-Mittel, kommt in den strukturschwachen Regionen gar nicht erst an. Das Kaputtsparen der Kommunen hat auch nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaft dazu geführt, dass kaum noch ein Verwaltungsmitarbeiter da ist, der Fördermittel auskehrt. Und sollte da doch noch mal jemand in den verwaisten Amtsstuben sein, dann überschüttet er den Mittelständler mit Papierkram und Auflagen. Wir müssen endlich Geld in die Hand nehmen. Und laut allen Steuerschätzungen ist doch genug Geld da. Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die zum Investieren anreizen, damit es überhaupt etwas zu fördern gibt. Weniger Steuern für kleine und mittelständische Unternehmen und mehr Luft zum Atmen. Das wäre ehrliche Mittelstandspolitik. Und Herr Minister, schauen Sie mal nach Österreich. Dort werden den Unternehmern die Kosten für Forschung einfach und unbürokratisch von der Steuerschuld abgezogen. Das kostet Österreich wenig, bringt aber viel, nämlich jede Menge Forschungsinvestitionen in deutsche Unternehmen. Allerdings nicht hier, sondern in Österreich. Meine Damen und Herren, der Mittelstand kommt mit diesem Haushalt vom Regen in die Traufe. Und was macht der Wirtschaftsminister? Er tingelt von Land zu Land und will die Welt retten. Der deutsche Mittelstand muss leider warten. Mit Ihrem vorgespiegelten Macher-Image, Herr Minister, ist das nicht zu vereinbaren. Sie lassen unseren deutschen Mittelstand im Stich und das nicht mit uns. Vielen Dank.